So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5 Story Mode. Wir sind hier mit Franklin. Boah, der hat halt echt ein schönes Auto, finde ich. Da ist nichts geparkt. Wir schauen mal kurz nach Job. Warte, was für eine Nummer? Alter, okay. Voll die abgefahrene Nummer. Die ist echt lang. Das ist richtig dumm, ne? Das können auch nur Amis machen, sowas. Ne? Aber naja. Jetzt wohnt halt jeder in derselben Straße. Dann fühlen die sich halt cool, ne? Wo ist denn Job jetzt? Boah, ich hab sogar ein Teleskop. Is that steaming pile of shit a present for not training you? Wo bist denn du, Job? Ach da. Ja, sorry Leute, ich bin Gassi gehen. Come on, Chop. Let's go. You Ist hear das that, nicht Chop? Lamas und? So, wir gehen jetzt Gassi. Geil, Mann, geil. Also ich und Franklin, wir dürfen einmal in unserem Leben reich sein, ne? Der hat ja im Ghetto gewohnt. Ich wohne jetzt nicht im Ghetto. Aber ja. So, Job. Also auf der Straße. Hä, wo sollen wir hier spielen, Mann? Job, pass auf. Ja, wo sollen wir denn spielen, Job? Zu Hause. Oh, der will einfach speichern. Zum Arsch. Komm, Job. Sehr schön. Wir gehen mal nach Hause. Bleib mal stehen, dass sie dich nicht überfahren. Komm her, Job. Komm her. Auto, fuck. Bleib stehen, du Wichse. Bleib stehen. Alter, bleib stehen. Oh, bleib doch einfach mal stehen, Mann. Das ist mein Hund. So. So, komm, Job. Komm schnell. Scheiße, wenn die Bullen kommen. Wir wohnen ja hier gleich. Komm. Bahre Hund. Also ich mag's gar nicht, wenn mein Hund in Gefahr ist, ne? So, ich schmeiß sie mal von hier aus. Hoffentlich nicht. Also hoffentlich nicht in das Grundstück der Nachbarn. Oh, Job. Okay, der. Der ist jetzt los. Job, wo ist der hin? Der rennt da, schaut auf der Karte. Job, nein. Oh mein Gott, wo rennt denn der lang? Ist das das Nachbarsgrundstück? Ah komm, scheiß auf den. Der ist ja eh nicht zu Hause. Alter Job. Also Hunde machen sowas auch. Das kennt man ja eher von Katzen, dass sie einfach durch die Nachbarschaft laufen, sich perfekt auskennen. Ne? Aber dass Job sowas auch kann. Alter, nice. Braver Hund. Ja, Mann, bisschen Gangster-Job. Sorry, sorry. Das mag er bestimmt nicht. Krieg ich den Ball? Hab ich den schon? Job, wo ist der Ball, du? Job, wo ist der Ball? Job? Da vorne. Da rollt er. Sehr schön. Ich schmeiß ihn mal nach Hause. So, Richtung. So. Der zählt nicht. Okay, der ist im Wasser gelandet. Job ist halt so ein. Darf ich das sagen, Job? Also, Job ist eher so ein stinkender Hund. Nee, der mag das gar nicht. Okay. Sorry Leute, ich hab nichts gesagt. Also ins Wasser will er gar nicht. Ne? Also ins Wasser will er gar nicht. Hä, wo ist denn der jetzt gelandet? Ja, her damit. Oh.
Okay, das reicht eigentlich auch. Also reich sein ist ja cool, also in so einer Gegend zu wohnen. Alter, kriege ich das Ding? Ey, nimm den auf. Job, welchen Key benutze ich dafür? Job? Hallo? Ist der gebuggt, der Ball? Ich drücke die ganze Zeit E, vielleicht F. Also F. Oh, was hab ich denn da? Gut, dass Job nicht da war. Okay. Scheiße, das ist die Maustaste, Leute. Okay, scheiß auf den Ball. Job, du kommst mit. Es macht dir eh keinen Spaß. Also hier würden halt eher Ziegen chillen, ne? Aber ich hab halt keine Ziege als Haustier bekommen. Warte mal, ist das unser Grundstück? Ja, ne? Komm, Job, komm zurück. Das ist echt keine schöne Gegend für einen Hund. Ist halt eher für eine Ziege, ne? Also ohne Scheiß jetzt. Ja, vielleicht kaufe ich mir mal eine Ziege. Aber oh, der Trevor, ne? Der darf die nicht sehen, Alter. Der ist behindert. Job, komm her jetzt. Job. Scheiße, der kommt nicht. Doch, der kommt. Okay. Ich schau mich mal hier ein bisschen um. Boah, wie reichen hier auch Leben? Finde ich ganz komisch, so mit offenen Fenstern und so. Naja. Aber es gibt ja hier keine Nachbarn, die reinwunzen können. Was macht denn der gute Job? Ich will jetzt eigentlich gehen, Job. Aber toller Baum, der ist bestimmt 1 Million wert. Ne? Der da. Mal schauen, ob wir den frisieren können. Oh, scheiße, Job. Ah, das bockt den gar nicht. So, mach's gut, Junge. Genau, mach's gut, ne? Ich hab das Gefühl, ich werde den nie wiedersehen. Naja, mach's gut, Job. Boah, ich nehm lieber mal mein Bike. Das finde ich irgendwie geiler zu fahren. So, was ist das? Beverly, das ist nicht dieser scheiß Paparazzo, ne? Ich hasse den, ey. Also die letzte Folge, das habe ich ja vergessen euch zu sagen. Ich habe auf YouTube einfach mal ganz schamlos eingegeben, ja, was halt passiert, ne, in Worten. Und ja, da kamen ganz viele Videos. Die hatten noch eine Menge Klicks. Da war eins, das hatte ganze 4 Millionen Klicks. Ne, und anscheinend ist das erlaubt. Fand ich halt schon komisch, aber ja. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ich finde das mega peinlich. Aber ja, es gehört halt zum Spiel, ne? Lad's einfach hoch. Ne? Ach, scheiße. Was mache ich hier? Kann ich da durch? Ah, komm schon. Eigentlich könnten wir den da klauen. Naja. Spirituos, der ist. Spitro. Ach, hey, sorry, ich kann das nicht. Das ist ein Steakhouse. Spit Roasters. Ach so, ja. Ich bin mega der Legastheniker. Einfach Spirituosen oder sowas gelesen, ne? Du auch. Hi. Alter, Digga. Oh, wieder der Kerl. Der heißt also Bevan. Mein Gott. Hey, you seem incredible lately. Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait. Wasn't he in the men's room? Nah. Oh shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap.
Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay. Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I'm afraid you would say that. Ah, oof. Ah. Alter, ey. I'm good. I'm good. I'm okay. Gut, dass sie leer ist. Wer will die Hude verschrecken? Hey, Leute. Das tut mir so leid, Spam Klick. Ja, komm, mach Beverly. Nur weil ich sowas gemacht hab. Ach, weil ich das auf ihn gemacht hab. Boah, da musst du aber auf den Finger aufpassen. Ich hab da. Ja. Die steht da ja immer noch. Alter, was willst du? Ach, das ist so eine Ho oder was? Hä, hey, was haben wir Beverly hier jetzt gemacht? Barry? Wer ist Barry, Alter? Wer ist Barry? Aber ich überfahre die jetzt, weil ich mag die nicht. So, weiter geht's, Leute. Alter, pass auf. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren. Oh, Mann. Ich schieße den nicht an. Alter, du Wichser! Mann! Was ein Arsch! Ich glaub's einfach nicht. Ups, oder? Friseur, Mann. Da vorne ist ein Friseur, da geh ich aber nicht hin. Die Leute sind hier aber auch echt hart drauf, ne? So. Ins Kino gehe ich nicht. Ich fand den Film mega scheiße, den wir geschaut hatten. Ich habe schon die Namen von den Charakteren vergessen. I can count on your attendance, friend. Hi, hi. At the smoking. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet, protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here, have a little taste of that. Just a mellow, sophisticated high. Man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Ja, man, jetzt ist dran, ne? Anyway, just get the stuff. Die anderen hatten, ja? It's a revolution. Geil, man, Franklin. Der sieht nix. Der ist zu dumm. Nee, Gott. Der ist einfach ein... Ist halt einfach ein guter Bursche, ne? Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. Also man merkt, der Michael ist verrückt, Trevor ja sowieso, der hat ja den geilsten Traum, aber der Franklin nicht, der arme Alter, der hätte eigentlich so studieren sollen, jetzt ohne Scheiß. Ja, ja. Tante hat ja mal gemeint, Franklin, warum bist du... Was denn? Alter, halt's Maul. Ich bin hier am Reden, Mann.
Die Tante hat ja gemeint, Franklin, warum bist du kein Arzt geworden? Warum hast du nicht studiert? Also der hätte es eigentlich echt machen können. Was? Hängen die Bullen, ne? Alter, das war illegal. Bin echt stolz auf den Burschen, dass er keine Halluzination hatte. Das wollte ich nur sagen. Aber in GTA kann man irgendwie eh nicht reden. Das. Alter. Mann, du Wichser. Das wollte ich halt nur sagen. Fahr mal hier rein. Da rein. Ist das gut, wenn da ein Bulle kommt? Nee, Mann, gar nicht gut. Das war echt dumm gerade. Barry, neuer Kontakt. Also ja, jetzt hatte jeder von den dreien einmal die Drogen ausprobiert von Barry. Alter, was eine geile Katze. Boah, die hat gerade ihre 5 Minuten, ne, die Katze. Das haben ja Katzen immer mal so. Die drehen dann einfach komplett durch, so richtig, richtig hart. Aber das ist so, also das ist ganz normal für die. Alter, was ist das für eine Katze, Mann? Das ist aber echt gefährlich hier, ey. Oi, oi, oi. Aber ich soll Promis fotografieren für Barry. Nee, Mann, so einen Scheiß mache ich nicht nochmal. Alter, was macht die Katze da? Hä, was will der? Gar nichts von mir. Katze, jetzt geht die wieder zurück. Das war einmal die Runde. Die macht so eine Runde ums Wohngebiet. Mann, halt's Maul. Schade, die Welt wird nicht für die Katze designt, sondern eher für den Menschen. Ich schaff's da nicht hoch. Okay, komm, ich schau mir hier zu viele Tiere an. Tonja, oh nee, ich hab dir gleich. Was? Aufnahme? Scheiße, Leute, das hab ich da nur gedrückt. Leute, ich hab keine Ahnung, was ich gedrückt hab. Leute, ich hab immer einen Scheißclip. Eine Sekunde, ja? Aber ich hab auch keine Ahnung, wo das stehen soll. Hä, was ist das für ein Witz? Kamera? Warte, Tastatur und Maus und dann. Sorry, Tastaturbelegung. Ich habe keine Ahnung. Allgemein. Aufnahme ab. Hey, kann man einfach eine Aufnahme machen? Das wusste ich gar nicht. Also F3. Sorry, Leute. So, Tonja, es hat ein richtig geiles Ghetto hier. Wow. Alter, zieh dir mal eine Hose an. Tanya, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry, but where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Die ist hart auf den Zug. Die Arme. Help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Mann, das ist so traurig. Ja, egal. Die ist mega auf Entzug, so wie rummacht.
Das ist halt Humor, ne? Für die Entwickler. Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. Boah, was die da für einen Scheiß labert, Mann. But you was a man after that night. Damn, every time mit der hab ich kein Mitleid. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. So, jetzt kann die nicht allein arbeiten, Mann? Warum muss ich das machen? You know the drill. Vor allem zahlen die auch nichts. Die können auch einfach eine Bank ausrauben. Mann, ey. Warum steig ein? Ich schlepp mir dann einen Wagen ab. Do, Tony. Auf geht's, Tony. So. Was sind hier mit Tony die Leute? Die schleppen hier einen Wagen ab. Hey, Boo! Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker in Little Seoul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Because you look like you know what you're doing. One, I can't drive. And two, this ain't no work for a lady. Oh, you really fighting the feminist cause there, ain't you, Tiny? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. Was labert die? You never see my nails. What, you going into space now? Ist das so eine Physikerin oder was? So clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Jesus. Die kennt sich mit Kosmologie aus. Das war ein Scherz, ne? Er hat ja gemeint, schau auf meine Nägel. Mann, die labert zu viel Scheiße. So, Leute. Da ist der blaue Punkt. Aber was wir damit machen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ist die Karte ein Cliffhanger. Hab euch, Leute, ne? Ich weiß, dass ihr weiter gucken werdet. Bis dann.